Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Da plant ihr ein Wochenende, was ihr alles machen könnt. Und ja, dann ist es dann doch wieder komplett anders wie gedacht. Eigentlich wollte ich heute meinen Schreibtisch weitermachen, dass ich den voll fertig kriege. Aber jetzt hat mir da mein Haus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin gestern Abend heimgekommen, laufe hier so vorbei, gucke irgendwie nach oben, weiß nicht warum und sehe auf einmal da oben einen Fleck. Also, ich denke mal, ich habe echt ein Wasserschadenproblem. Also nicht ich, sondern das Haus. Ich zeige euch mal kurz den Fleck, wo ich gefunden habe. So, das ist hier die Eingangstür. Und wenn man jetzt da hochschaut, ich hoffe auf der Kamera kommt es gut raus, dann sieht man hier den Fleck. Und ich bin überzeugt, der Fleck ist noch nicht so arg lang da, weil den habe ich oder den hätte ich irgendwie schon mal gesehen. Und ich habe die Fassade erst vor einem Jahr, nicht mal im Jahr, frisch gestrichen. Also irgendwas ist da faul. Jetzt gehe ich mal mit der Leiter hoch und schauen wir das mal genau an. So, und wie es halt immer so ist, gerade heute ist wieder rattenkalt. Und wenn ich jetzt mal da drüber lang, da sehe ich schon, dass die Farbe abblättert. Boah. So. Okay. Jetzt habe ich von meinem Kellerprojekt, wo ich im Keller da diese Feuchtigkeit hatte, habe ich hier so ein Messgerät und jetzt bist du drauf. Und jetzt versuche ich mal hier zu messen, ob es hier irgendwelche Unterschiede gibt vom Wert her. Oh, jetzt ist es aus. Ich muss erst kalibrieren. So. Hier habe ich 44. Jetzt messen wir mal spaßhalber ganz weit weg. Ah, da bin ich bei 27. Bei 60. ...33. ...60. ...60. Was, dass man mal so Vergleichswerte hat. Ja, da wird es dann schon weniger. Immer noch 35. 20 rum. Aber hier 60. Oh, da sogar 70. Okay. Also ihr habt gesehen hier mit dem Feuchtigkeitsmessgerät haben wir wirklich hier in dem Bereich erhöhte Werte, sage ich jetzt mal. Jetzt mache ich mal eins, ich messe mal den Bereich so ungefähr raus und dann schauen wir mal, was in der Wohnung drin an der Stelle ist. So, ich nehme einfach mal das Fenster als Bezugspunkt. Ich glaube, das ist das Einfachste. Also vom Fenster kann man sagen, ja, die Mitte liegt ungefähr bei einem Meter.
hier in dem Bereich, das ist jetzt ungefähr ein Meter. Und vom Fenster weg, wenn wir das jetzt mal so messen, so knapp 60 cm irgendwo. 60 cm. Ja, kann euch jetzt schon sagen, was das ist. So, jetzt sind wir hier oben in meinem Bad. Hier ist das Fenster, wo wir außen vermessen haben. Und jetzt tun wir einfach nochmal diesen Meter messen vom Fenster runter. Das ist bei 90, das wäre ein Meter, also so knapp hier unterm Estrich. Und dann haben wir hier 60 vom Fenster weg. So 60 kommen wir also so ziemlich hier in den Bereich, wo der Abfluss sitzt. Also das würde so ziemlich passen. Und ja, ich gehe echt davon aus, dass es da ein Thema gibt, dass der Abfluss hier irgendwie undicht geworden ist, unten das Kunststoff. Warum auch immer. Aber kann man nichts anderes vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Wasserleitungen laufen hier nicht rum, soweit ich weiß. Die Wasserleitungen, die gehen runter im Boden entlang, dort rüber. Von der Badewanne auch, also hier so in der Wand direkt, da läuft was der Abfluss hier. Und ja, was soll es auch anders sein? Ich habe jetzt natürlich ein Thema, ich habe hier keinen Revisionsschacht. Ich habe damals diese Wanne hier, habe ich auf den Beton direkt aufgesetzt, habe den Estrich ausgespart, dass es einfach tiefer ist, dass der Einstieg nicht so hoch ist. Und ja, dann war das einfach so schmal und ich habe einfach früher gedacht, komm, das fließt zu und fertig. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt, aber ich werde als nächstes hier diese Fliese rausmachen. Denn da ist, glaube ich, Ütung dahinter, den kann ich ein bisschen rausstemmen. Und dann kann ich ja mit meiner Kanalinspektionskamera kann ich hier rein und mal gucken, ob ich da irgendwas sehe. Und dann müssen wir halt überlegen, was wir machen können. Ich meine, eine Badsanierung haben wir schon lange mal so auf dem Schirm, aber ich weiß auch nicht. Mal sehen, ob wir uns dann da dazu durchraffen können. Ja, das Bad ist jetzt über 25 Jahre alt. Da kann natürlich das ein oder andere mal passieren, das ist durchaus möglich. Vielleicht habe ich ja auch ein bisschen gepfuscht. Würdet ihr jetzt vielleicht schreiben, aber nach 25 Jahren hat der Pfusch echt lang gehoben, muss man sagen. Es ist einfach so, wenn man ein Haus hat, kommt immer irgendwas mal und wenn es in die Jahre kommt, kommt noch mehr. Also da muss man einfach damit leben. Wichtig ist jetzt, dass wir da reinschauen, analysieren, wo das Problem liegt und dann uns überlegen, was wir machen können. Blöderweise habe ich heute keine Zeit. Ich bin auf einer Taufe eingeladen und ja, habe eigentlich schon gar nicht Zeit für das Video und das Nachschauen. Das muss ich aber jetzt kurz machen, das war mir wichtig. Ja, das heißt, in den nächsten Tagen geht es da weiter, weil da muss man zeitnah dranbleiben. Ich meine, ein paar Liter mehr oder weniger machen da jetzt auch nicht den Kohlfett, sage ich mal. Das trocknet ja dann wieder. Und wie gesagt, so die Idee ist ja schon da, in welchem Bereich das sein könnte. Okay, das war jetzt ein kurzes, schnelles Video von einem kleinen Problem, das vielleicht auch größer werden kann. Das müssen wir schauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch, würde mich natürlich freuen. Bleibt dran. Zeitnah seht ihr dann mal, wie ich da weiter vorgehe bei der ganzen Geschichte. Euer Rainer.